konntest du schlafen, Elizabeth? Mit so einer Last auf den Schultern. Und du, Rust? Ohne deine Familie? Silence? Bist du da? Geister werden mir auch nicht helfen. Ma'am, es gibt Zeichen aus dem Westen. Der Sonnenkönig erwartet dich im Tempel der Sonne. Lagerfeuer vielleicht? Truppen, die sich für den langen Marsch zu den Stadttoren sammeln? Das ist kein Lagerfeuer. Was denn dann? Das Ende. Oder zumindest der Anfang davon. Und es geht los. Da sind wir in der finalen Episode. Der Kampf gegen Hades beginnt. Und seine Männer. Warum kämpfst du? Das Ende ist unausweichlich. Akzeptiere es. Akzeptiere deine Schwäche. Halt die Schnauze. Auf dich wartet nur ewige Nacht. Rüstung ausgefallen. Aufladung läuft. So, Motherfucker, sind nur noch du und ich. Wieder abgewehrt. Dann. Ach komm, du Lappen. Das kann nicht sein.
Welt. So sollte es nicht sein. Auserwählt. Hades wählte dich, weil du ein Dummkopf bist. Ein sadistischer Mörder, der nicht merkt, dass er nur benutzt wird. Du bist ein Versager. Und bald erinnert sich niemand mehr an dich. Kehr dein Gesicht zur Sonne und denk drüber nach. Wir hätten ihn nicht töten müssen, aber er hat's verdient. Oh, du Scheiße. Das bricht zusammen. Irgendwas looten noch? Okay. Wir haben alles getötet, aus Rache. Aber das kenne ich ja. Er hat sein Gesicht zur Sonne gekehrt. Guck mal, was da liegt. Halte die Stellung! Wo werde ich gebraucht? Geh an eine Kanone! Auf den Plattformen! Nichts gibt's, keine Flucht. Wir haben diese Rüstung nicht umsonst. Stufe 51 erreicht. Oh, der Todbringer kann mich mal. Er kriegt jetzt die volle Packung. Genau, auf geht's zum Berg. Da findet die finale Konfrontation statt. Ich glaube, die Osaram-Kanonen können wir nicht mitnehmen.
Ich schaff dich auch ohne Kanone. Sag ich doch. Muss aber trotzdem zurück. Vielleicht brauche ich die Pfeile doch. Okay, ich glaube, ich muss schon hier bleiben. Dann schnappen wir uns nochmal eine Kanone. Am Ende kommt noch ein Sturmvogel oder irgendwas. Alle Schatten senken sich auf uns hinab. Nicht hier hoch. Na komm. Flip jetzt. Wo ist er denn? Ach, da hinten irgendwo. Aber der Sturmvogel ist doch noch da. Ist mir aufgefallen. Ich kann die Waffe nicht aufnehmen. Jawohl, ja. So, noch ein bisschen, dann war's das. Geschafft. Aufpassen!
Aloy! Aloy! Bei der Urmutter, du lebst. Ich dachte, du wärst tot. Die anderen, sind sie... Nein, nein, zurückgeschlagen, verwundet, aber am Leben. Die Maschinen zerstörten das Dorf und zogen weiter. Sie marschierten zum Turm, dieses Ding im Schlepptau. Pass auf die anderen auf, Tim. Ich muss gehen. Kriege ich einfach mal direkt kompletten Schaden, wo ich nichts dafür kann. Meine Rüstung hat mich nicht geschützt. Das Grauen kommt. Aloy, geh! Wir lenken sie ab! Jetzt seht ihr die wahre Sonne, Schattendämon! Wir lenken sie ab und ich krieg den Schaden. Danke. Vorbereitung ist alles. Begib dich zum Turm und stoppe Hades. That's the plan. Den Maschinen bin ich völlig egal. Oh boy. Aber witzigerweise ist der Endkampf eigentlich nicht der schwerste im Spiel. Der geht eigentlich nur, finde ich. Es hat begonnen. Hades sendet jetzt. Es hat begonnen. Hades aktiviert die Todbringer und die saugen natürlich das Leben aus den Pflanzen bzw. verschlingen sie, um Energie zu haben, weil nicht vergessen, uns wurde ja gesagt, sie laufen mit Biotreibstoff, das heißt, solange es Pflanzen gibt und Leben, haben sie eine unendliche Energiequelle. Die Brücke wurde zerstört, kein Problem für Aloy, einfach rüber. We are ready for this shit. Los, weiter. Ja. Ich wusste, es wird nicht leicht. Das wird es auch nie. Aber immer wieder, ne? Wie gut die Zwischensequenzen einfach aussehen im Vergleich zum Spiel. So viel klarere Texturen. Nicht so viel nachladende Texturen, wie es bei mir hier der Fall ist. Bei der PC-Version sieht trotzdem immer noch besser aus als die PS4-Version. Ja, das seht ihr. Wir dachten, du wärst am Berg gefallen. Nein, der Berg fiel auf mich. Hör zu, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich muss jetzt zu Hades. Nicht allein. Es ist mein Kampf. Ihr solltet besser hierbleiben. Wir wollten ihm eh gerade hinterher. Stimmt's? Stimmt. Habicht und Drossel? Also los. Ich sollte meine Vorräte auffüllen. We stand together, we fight together, we die together. Das ist das Motto der letzten Folge. So, nochmal alles mitnehmen. Here we go.
So, und während des finalen Kampfes klinke ich mich auch ein bisschen aus. Können wir nochmal das Ende genießen. Also, ich bin dann mal weg. Ankunft von Einheit wurde bereits erwartet. Einheit wird die Übertragung nicht stoppen. Im Gegenteil, die Berechnungen sind präzise. Präsenz von Einheit wurde nachgewiesen.
Masterüberbrückung ausgerüstet. Zum Aktivieren Name und Rang eingeben. Elisabeth Sobeck. Alpha Prime. Masterüberbrückung aktiviert. Löschprotokoll wird bereit. Okay, Gaia. Tut mir leid. Was sagte ich? Du hast eine Geschichte erzählt. Stimmt, ja. Also, wie ich schon sagte, es war ein Kinder-Elektrobaukasten, aber ich schloss die Drähte an eine Autobatterie und Solaranlage an. Da fing das Gras an zu brennen. Und auch eine hohe Kiefer, die dort stand. Ich weiß nicht, vielleicht 100 Jahre alt. Frage. Wie alt warst du? 6. Meine Mutter war zu Hause, zum Glück. Also rief sie die Feuerwehr. Und danach nahm sie mich mit raus und zeigte mir die toten Vogelbabys. Denn da waren Nester in der Kiefer. Frage. Was hast du gefühlt? Ich weiß nicht. Ich schrie, glaube ich, dass es mir egal ist. Da nahm meine Mutter mein Gesicht in ihre Hände und sprach. Frage. Was hat sie gesagt? Es soll mir nicht egal sein. Sie sagte, Elisabeth, es bringt nichts, klug zu sein, wenn du die Welt nicht verbesserst. Du musst deine Intelligenz für etwas nutzen. Dem Leben dienen, nicht dem Tod. Du erzählst oft Geschichten von deiner Mutter, aber du bist kinderlos. Ich hatte nie Zeit. Ich schätze, es war besser so. Wenn du ein Kind gehabt hättest, Elisabeth, was hättest du ihm oder ihr gewünscht? Ich schätze, ich hätte mir gewünscht, dass sie neugierig ist. Und stur, unaufhaltbar sogar. Aber mit genug Mitgefühl, um die Welt zu heilen. Nur ein bisschen. Also gut, das war's erstmal, Gaia. Zeit fürs Bett.
einen angenehmen Schlaf, Elizabeth. Danke. Dann bis morgen. Es ist vollbracht. Ah, das ist gelöscht. Ich sage, dass der letzte Kampf jetzt nicht so super spektakulär ist. Es ist einfach nur ein Kampf gegen einen etwas stärkeren Todbringer und das war es dann auch schon. Aber dazu mal alle zusammen. Ja, das hat mir gut gefallen. Also wie gesagt, das Ende des Spiels ist, finde ich persönlich, grandios geschrieben. Schön. Auch die Auflösung, dass wir jetzt, das heißt Auflösung, aber nochmal das Ende, dass wir jetzt nochmal zum Anwesen von Elizabeth Thorwick gegangen sind, um ihre Leiche zu finden. Und dann hatte sie noch so ein kleines, weiß nicht, so ein Fabergé-Ei oder was in der Richtung war das, was Aloy jetzt gefunden hat. Ja, finde ich gut. Also, es war mir echt nochmal eine Freude, dieses Spiel jetzt auch schön mit einer etwas besseren Performance und Auflösung zu spielen, als auf der PlayStation 4. Die PC-Version von Horizon Zero Dawn kann ich echt nur empfehlen. Wer einen PC seinen eigenen nennt und einen etwas potenteren PC, sage ich mal, vielleicht auch dann in 4K zu spielen. Ja, und wir begeben uns jetzt nach der Hauptstory, die Folge ist jetzt hier zu Ende an der Stelle, in den kalten, in die kalte Wildnis, in the Frozen Wilds, dem einzigen und großen DLC von Horizon Zero Dawn, der uns auch nochmal ein bisschen Story liefert. Wir werden nochmal ein paar Quests absolvieren, ein paar Maschinen entdecken, die wir bisher noch nicht gesehen haben, die exklusiv nur dort zu finden sind in dieser Gegend. Und ja, dann haben wir das Spiel auch komplett beendet. Und ich hoffe mal zeitlich, weil ich spiele jetzt hier die ganzen Sachen am Stück, über ein paar Stunden hinweg. Und dass die letzte Folge, denke ich mal, noch vor Release von Horizon Forbidden West erscheint, dass wir quasi einen nahtlosen Übergang haben von Horizon Zero Dawn auf Horizon Forbidden West. Danke nochmal an alle Kommentarschreiber, an Slam Gaming, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, fürs fleißige Kommentieren zu diesem Let's Play. Und ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei, wenn wir uns mit Aloy in den verbotenen Westen wagen auf der PlayStation 5. Release-Termin war, glaube ich, der 18. Februar oder der 28. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, der 18. war es. Dann erleben wir Aloys weitere Geschichte mit den neuen Stämmen, neuen Maschinen und neuen Fähigkeiten und Gadgets, die uns das Spiel an die Hand gibt. Es gibt ja schon ein bisschen Footage zu sehen, hat Sony präsentiert und ja. Falls ihr zu mir oder zum Spiel noch etwas schreiben möchtet, tut das gerne im Kommentarbereich. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet zur nächsten Folge, wenn wir uns dann den DLC angucken. The Frozen Wilds, und ich begrüße euch dann wieder zurück, wenn es dann weitergeht mit Horizon Forbidden West. Ich bin raus, vielen Dank fürs Zusehen und bis dann.
alter Freund. Kennst du mich noch? Wir haben noch so viel zu bereden. Du musst mir noch viel verraten. Zum Beispiel über deine Meister, die dich mit dem Signal aufgeweckt haben. Wissen ist schließlich Macht, weißt du?